kann. Nach 2,5 Stunden Basteln ist man endlich soweit, den als neuen Sound verkauften Rock-Dilettantismus vorzustellen. Eine 300.000-Mark-Anlage kann über musikalische Ignoranz nicht hinwegtäuschen, kann sie nur verstärken. Mit diesen vernichtenden Worten stellt der Westdeutsche Rundfunk 1971 die Hamburger Band Faust vor, die eine Reihe interessanter Platten an der Grenze zwischen Rock, Avantgarde und Elektronik einspielt. Die Kritik richtet sich in erster Linie gegen den Mentor der Gruppe, den Journalisten Uwe Nettelbeck. Der hatte versucht, die Band mit viel Geld als kommende musikalische Sensation aufzubauen. Diese überzogene Kampagne und die fast zwangsläufige Medienschelte übersteht Faust nur dadurch, dass man sich seitdem statt auf Deutschland fast ausschließlich auf den englischen Markt konzentriert. Sechs Monate Vorbereitungszeit für ein musikalisches Experiment und herausgekommen ist eine Pleite. Für die Musiker natürlich. Die Deutsche Grammophon ist fein heraus. Sie wird die investierten Summen über Werbungs- und Entwicklungskosten wieder hereinholen. Und das Ganze ist dann unter der Rubrik Es war einmal gelaufen, wie man so schön sagt. Fausts geistiger Vater Uwe Nettelbeck hat seine amusischen Kinder verkommen lassen. Es gibt einfach so ein ab und zu mal.